ich wollte euch mal ein kleines Zuckerli mitbringen. Und zwar ein schönes Spiel, was hier da abends entstanden ist mit Roger und mit Romsel. Und ja, ich bin am Überlegen, wie ich es nennen soll. Wie gutes Zug-Gameplay vielleicht noch ein Spiel drehen kann. Und es war halt ein richtig geiles Match links auf der Heavy-Ecke. Ihr seht es ja. So C2, B3, B4, das ist so die Heavy-Ecke auf der Karte. Starten wir mal. Und ja, wir waren halt völlig in der Unterzahl und hatten zwei Platoons gegen uns und haben einfach durch gutes Absprechen haben wir das Spiel gedreht. Das heißt gedreht, wir haben es gewonnen. Und es sah zeitweise echt nicht gut aus. Man könnte es vielleicht aber auch so nennen, wie zähle ich die Panzer auf der Minimap? Wenn die Gegner gezählt hätten, was ihnen da so gegenübersteht, hätten sie uns so längst tot pushen können. Aber da seht ihr mal, wie wichtig das ist und dass man auch einen Gegner hat, der mitspielt. Gut, Roger ist ein kleiner Angeber mit seiner Rakete. Aber so sind sie halt, die jungen Männer. Ne? Sind wir vorgefahren. Also, fängt ganz unspektakulär an, aber irgendwie, ich mache vielleicht ein, zwei Pausen zwischendurch. Ich sehe es jetzt auch hier zum ersten Mal. Ja, wir versuchen ein paar Sachen zu erklären. Bis jetzt ist der Anfang ganz normal. Heavys waren da drüber. IS-3, ISM, Bisonte, Platoon drüben, der Tiger 2, Iron Arnie. Also die Platoons haben sich ja eigentlich hier links getroffen. Bis auf unser Medium-Platoon sind Dewey und Jared hier. Die sind rübergefahren, glaube ich. Ja, die sind rübergefahren. Aber ich bleibe jetzt mal auf mir drauf. Ich bin in dem hübschen Sumur, also einer meiner Lieblingstanks. Also ich würde ihn auch empfehlen, wenn ihr mal einen guten Premium braucht. Sehr unangenehm, der Iron Arnie da hinten. Dann würde ich euch den Sumur empfehlen. Also macht wirklich Spaß. Immer halt den Reload beachten. Oh. So, jetzt treffen die Gegner langsam ein hier. Man könnte es eigentlich auch nennen, wie spiele ich den Sumur effektiv, aber ich will es nicht angeben. Es war einfach ein Zusammenspiel. Am Schluss kommt noch ein Tiger P, der ist auf der Karte gerade zu sehen, auf F1. Der hat auch seinen Job sehr gut gemacht, der ist dann gekommen. Aber ich greife zu sehr vor. Da habe ich mir kurz überlegt, in der Mitte zu fahren, weil eben der Spick davor fährt, aber ist dann stehen geblieben. Meistens hast du eben da hinten, auf B7 hast du da die TDs stehen. Dann habe ich dann davon abgesehen. Manchmal ist es gut, am Anfang einfach ein bisschen abwarten. Jetzt sieht man auch die Panzer. Der Gegner hatte, wie viele sind es denn? Mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Mindestens 6 Panzer und wir waren hier nur zu viert. Der Bisonte rechts kommt jetzt auch noch dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Panzer. Also Leute, das war ein Geschenk vom Gegner. Wenn der Gegner mal Panzer gezählt hätte, dann hätte er uns locker überrollen können. Jetzt könnte man sagen, ja, also random, da hat er, haben wir alle Angst, immer vorzufahren. Nee, es war nur bedingt random, weil es waren alles Gegnerplatoons. Also da kann man nicht sagen, jeder ist ein Einzelkämpfer, weil die haben bestimmt auch TS und ein Teamspeak und können sich absprechen. Ich habe es eigentlich schon verloren gesehen. Wir liegen dann jetzt auch so 2000 HP hinten. 1 zu 3. Und der Gegner pusht einfach nicht. War einfach ein Geschenk des Gottes. Roger stand schön in der Mitte drin. Das war okay. Hinten den Centurion noch. Ja, und dann irgendwie braucht man halt auch Gegner, die Scheiße bauen. Der IS drüben hat ein bisschen Scheiße gebaut, aber egal. Hat mich gefreut, aber dafür habe ich auch gut gefressen. Wollte mir jetzt mal eine geben. Und dann bin ich zurückgefahren, habe keinen Bock mehr gehabt. Die waren dann eingeaimt. Gleich ein Reload, wichtig im Sumur. Jede Sekunde ist verschenkt. Wenn man nicht gleich in Reload geht. Und gerade jetzt hier, sagen wir mal, nicht ganz Nahkampf, aber so mittlerer Nahkampf ist wichtig, dass du immer relativ schnell Reload machst.
Da wolltest du das Besondere wissen. Roland hat Bescheid gesagt. Bin dann rüber gefahren zu ihm, habe ihn erstmal schön blockiert, aber gut, das ist halt so. Das ist dieses Zusammenspiel zwischen dem weichen Heavy, so wie mein Samur, der Unterstützer Heavy, und ein schwerer Heavy wie der Renegade. Ich kann dann schön abschmatzen. Leider ist Roland dann gestorben. Es war halt ein bisschen zu lang. Reload. Was sind die 26? War auch cool. Roger war leer, ne? Aber er hat so Schiss gehabt, dass er gerade wieder runtergefahren. Und ich sag's nochmal, wenn ich mich wiederhole, wenn der Gegner sich abgesprochen hätte, hätten die uns locker überrollen können, wenn sie Panzer gezählt hätten. Darum ist es immer ganz wichtig, zählt die Panzer auf der Minimap. Und wenn ihr einfach mehr seid, dann müsst ihr einfach vorfahren. So, erstmal schick auf die Kette gestellt und dann abgeschmatzt. Kam aber der Tiger rechts, gleich zurück und jetzt sofort. 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 Okay, das ist der Vorfehl. Sofort in den Reload gehen im Samur. Passiert mir auch. Ich gehe mal drauf hier. Und jetzt kam der Tiger P. Ne, seht das? Auf D2 kommt er und er hat jetzt auch einen sehr guten Job gemacht. Und hat sich jetzt beim bisschen integriert, hat ein bisschen mitgespielt sozusagen. Ich gehe mal wieder auf mich drauf. Ne, ich bleib mal auf der freien Kamera. Der war jetzt auch wichtig, ne? Der hat jetzt den Tiger 2, glaube ich, rausgenommen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich glaube. Die haben sich aber auch dämlich angestellt. Jetzt habe ich zum Roger gesagt, du nimmst dir die ISM. Und ich klippe schön die IS-3. Das ist übrigens mein liebstes Clip-Opfer. Die IS-3 im Samur. Das war mal so ein starker Tank, ne? Aber ist egal. Ich will ja nicht rumholen. Die klippe ich am liebsten. Roger hat sich die ISM versucht zu gönnen. Und somit, was soll ich sagen? Okay, Munilager im Arsch. 4000 Damage. Und wir haben die Übermacht hier an der Ecke. Jo, besiegt. Weil wir uns halt auch gut abgesprochen hatten. Für Roland haben wir später da noch ein paar Blumen aufgestellt. Ich denke mal, wenn ihr mal wieder auf die Karte kommt, werdet ihr die Blumen noch stehen sehen. Okay, das war der schlechte Witz des Tages. Jetzt passiert eigentlich nicht mehr viel. Ich wollte einfach nur dieses Ding mal hochladen und ja, es hat das sind halt diese Spiele, die Fun machen, ne? Die machen halt dann richtig Bock. Und es gibt verschiedene Titel, wie man es eigentlich nennen könnte. Wie zähle ich Panzer auf der Minimap? Oder wie spiele ich den Samur als Unterstützer Heavy? Oder kommunizieren wir im Platoon? Oder haben wir alle Oropax drin? Ja. Ich muss mir noch einen Titel überlegen. Ich mache mal ein bisschen schneller. Ich werde auf jeden Fall das Ding hochladen, weil es einfach sehenswert ist und wiederum mal zeigt, wie wichtig es ist, dass man sich abspricht im Platoon. Und da kann man auch vermeintlich Übermachten niederringen. Ne? Ja. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann gerne den Kanal abonnieren. Bringt ganz normales Gameplay von Durchschnittsspielern. Ab und zu ein paar dumme Tipps. Also wenn ihr darauf steht, abonniert gerne. Und wie gesagt, VK stirbt jetzt, ja. Jo. Abo ist gratis, ne? Nach dieser Runde hatten wir natürlich eine Runde, wo wir total reingeschissen haben, aber darum geht es ja nicht. Es geht einfach darum, dass unser Platoon, ich sag jetzt mal ganz eingebildet, unser Platoon hat es da gewuppt gekriegt in der Heavy-Ecke. Ne? Okay, jetzt reicht's aber. Ich würde sagen, bis die Tage und bleibt gesund und ihr wisst schon, alles Mögliche, ne? Und wie gesagt, abonniert gerne und ich wünsche euch was. Ciao, Kakao.